Guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpgheaven.de. Heute ein Spiel, was wir uns gemeinsam anschauen werden, von dem ich komplett überrascht war, dass es jetzt schon draußen ist. Ich habe ganz ehrlich damit erst 2020 gerechnet, aber da habe ich wahrscheinlich einfach nicht aufs Release-Datum geguckt. Nämlich, ich starte es mal, Little Town Hero für die Nintendo Switch, gerade frisch rausgekommen vor ein paar Tagen. Und wir kannten es, glaube ich, unter Town. Zumindest war das der Arbeitstitel, bei dem das Spiel vor kurzem, vor ein, zwei Monaten, dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ich glaube, es war noch ein paar Monate her, aber da wurde es nochmal mit einem Trailer gefestigt. Nämlich, das ist das neueste Spiel von Game Freak, von den Pokémon-Machern. Und ja, da gab es ein paar Ausschnitte, kurz zu sehen, in einer der Nintendo Directs. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn das für ein Spiel? Game Freak, machen wir auch mal was anderes als Pokémon. Ab und zu mal gibt es ja Nicht-Pokémon-Spiele von Game Freak. Ich kann mich da an dieses Rhythmus-Spiel noch erinnern, auf dem Nintendo Nintendo 3DS, wie hieß das denn nochmal? Nicht Rhythm Thief, sondern das andere. Ja, Experten wissen wahrscheinlich, welches ich gerade meine. Also ab und zu mal, da trauen sie sich auch aus ihrem, dann sehen wir hier, aus ihrem gewohnten Pokémon-Umfeld raus. Und die haben sich hier quasi hier gleich reinbegeben. Kein Titelscreen, kein gar nichts. Es geht los. Und ja, ein eigenes RPG wohl draus gemacht. Da sehen wir schon. Zwei Jungen. So, heute ist der Tag, oder? Das muss es sein. Okay, ich darf nichts auswählen, ich kann nichts machen. Dieser Junge ist der Hauptcharakter. Bitte gib ihm einen Namen. Alright. Axt heiße. Ich führe gleich mal ein bisschen weiter zu aus. Anscheinend ist das eines der Games, das einen gleich reinschmeißt. Meine Switch ist übrigens auf Deutsch eingestellt. Also ich konnte keine Sprachoptionen machen. Kostet 25 Euro im E-Shop. Habe ich mir gerade mal gegönnt, um mal da reinzuschauen, weil Game Freak und RPG interessiert mich natürlich sehr, dass wir gemeinsam hier mal reinschauen. Anscheinend keine deutschen Texte. Wir nennen ihn mal Axt. Komm, Ax. Weil was Besseres fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Ja, sich ins Schloss schleichen, ne? Selbst für dich ist das total crazy, weißt du? Ha, danke dir. Darf ich wieder simultan übersetzen, ey? Das war kein Kompliment. Komm, weißt du, wenn deine Mutter das rausfindet, dann dreht sie durch. Dann müssen wir sicherstellen, dass sie es nicht macht. Nun denn, ja, aber... Jo, aber... Oh! Du hast recht, es öffnet sich. Sieht ganz hübsch aus. Ich hab's ja auch gesagt. Okay, dann mach dein Ding, Nels. Hi! Achso. Ich dachte, was holt er denn da hinten raus? Okay. Hilfe! What the hell? Das geht ja schon mal gut los. Ah, und da brennt die Puppe. Helft mir, Mr. Soldaten. Was ist denn los, junger Mann? Deine Hosen, sie brennen. Das Dorf, es gibt ein Feuer. Bald euch, ich zeige euch das. Ah, Pants on Fire, ne? A boy with pants on fire. Er muss die Wahrheit sagen. Schnell, bring uns dahin. Das ist Umgangssprache für Englisch für ein Lügner. Also Wortspiele sind schon mal mit drin. Und da läuft er rein, unser Axt. Kann ich schon steuern gleich oder kann ich was machen? Übrigens nicht nur Game Freak, sondern, soweit ich gehört habe, aber warte mal, das ist mein Dorf. Jeder hier ist nett, das Essen ist gut, es ist friedlich. Ich könnte nicht für mehr hoffen, aber, außer, Toby Fox, der Macher von Undertale, hat die Musik dazu gemacht. Wir können nicht raus aus dem Dorf. Es war schon immer, seitdem ich geboren wurde, so. Es ist ein Versprechen, das die Leute vom Dorf mit den Leuten im Schloss gemacht haben, die uns beschützen. Okay, interessant. Der einzige Weg, das Dorf zu verlassen, ist durch das Schloss. Deswegen will ich da rein. Ich kann, wenn ich mit denen da drin reden kann, vielleicht lassen sie mich raus auf ein Abenteuer. Das war gestern. Und jetzt bin ich im Knast. Oder? Nein. Was hast du denn nur gedacht? Einfach so versuchen, ins Schloss zu schleichen. Ah, okay, und jetzt kann ich... Vorhin ist der ganze Text automatisch weitergegangen. Jetzt kann ich das selber... Ich schätze mal, es ist wahrscheinlich Mama. Mama Axt. Der Funke. Amber. Ja, kurz nochmal das zu Ende auszuführen. Also Game Freak und Toby Fox, soweit ich gehört habe, der Macher von Undertale, ist hier für die Musik verantwortlich gewesen, der ja auch einen sehr guten Soundtrack da gemacht hat. Also eine schöne Kollaboration. Ich hoffe, das Spiel taugt auch was. Und das ist meine Mama. Meine Mama.
Die Leute im Schloss, die sind echt beschäftigt. Ja, geh doch nicht hin und mach Ärger mit denen. Oder für sie. Sorry, es tut mir leid. Warum machst du immer so einen Kram? Warum machst du immer so Ärger? Auch vor ein paar Tagen hast du, ne? Ah, es scheint so, als ob noch jemand gerade angekommen ist. Ist es vielleicht Nels? Mein brennender Hosenkumpel? Ja, er hat auch Ärger bekommen, ne? Also entschuldige dich bei ihm. Hast du es verstanden? Entschuldige. Okay. Und komm nicht zu spät zur Arbeit. Aha, also Kinderarbeit gibt's ja auch im Dorf. Jupp, jupp. Wie hieß denn das Rhythmusspiel? Ich hab's gekauft, ich hab's gespielt auf dem 3DS. Von Game Freak. Kapitel 1. Abenteuer erwartet dich. Mich erinnert es gerade so ein bisschen an so leicht Level 5 Sachen. Ne? Also so vom Stil und von der Art und auch, liegt wahrscheinlich auch an der Schrift und den Menüs hier. So ein bisschen Ni No Kuni gerade Feeling habe ich. Dezent. Endlich. Gut zu sehen, dass du noch in einem Stück bist. Das ist mein Kumpel Nels. Egal was passiert, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Er ist mein Kumpel, mit ihm kann man Pferde stehlen, sozusagen, ne? Mein Partner in Crime. Hey, Ax, deine Mutter hat's dir richtig gezeigt, oder? Ja, nun denn. Aber du bist doch aufgeregt, welchen Schritt wir als nächstes tun, oder? Bist du darüber aufgeregt? Ich kann's an deinem Gesicht ablesen. Nun ja! Ja, so gehört sich das. Komm, Angard wartet auf uns. Wer auch immer, oder was auch immer das ist, lass uns los. Angard ist ihre beste Freundin. Und ja, The Basics of Battle kann ich mir jetzt angucken. Autosaving. Also interessant, du hast nicht mal einen Titelscreen oder sowas gehabt hier bei X-House. Die Grafik ist hübsch. Also gerade für Switch-Verhältnisse, muss man natürlich sagen, ist ein entsprechender Style, den man sich ausgesucht hat. Okay, wohin sich die Kamera dreht, geht doch das Lachen vom Charakter hin. Ne? Das geht nicht von alleine. Schaut hier, ne? Wenn die Kamera sich da dreht. Und ja, was willst du denn von mir, du kleiner Flöten-Otto? Ax! Meine Mom hat mir gesagt, dass ich nicht so oft mit dir spielen soll. Ich wundere mich, warum. Ich frage mich, warum. Warte mal, ich hab... Ah, okay, ich wollte gerade invertieren, aber... Wobei, es ist schon invertiert, oder? Es ist tatsächlich, oder? Nee, ist noch nicht. Moment. Gucken wir mal auf Settings. Ich vergesse immer auf der Switch. Dreieck, dafür und Kreis. Ich vergesse auf der Switch, dass du natürlich mit Kreis bestätigst. Okay, V-Camera Control will ich reverse. Steuerkreuz geht gar nicht, nur die Analog-Sticks. Horizontal brauche ich. Autosave und viele Optionen gibt es hier nicht. Sprachausgabe gab es auch keine. Deutsche Texte konntest du auch nicht wählen. Was kann ich denn noch machen hier? L und R. Sticks reindrücken. Laufen. Weiß nicht. Ich kann mir hier Quests angucken, von denen ich wahrscheinlich noch gar keinen habe. Basics of Battle. Achso, ich muss jetzt mal das Tutorial durchlernen. Die Grafik finde ich wirklich hübsch. Also tut mir leid. Ist natürlich vergleichsweise ein simpler Stil. Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt wieder. Nee. Das war schon richtig rum. Ich habe gesagt, es hat mich gewundert. Genau, ich finde. Okay, also hier ist invertiert richtig rum für mich. Und mit invertiert macht ihr die komische andere Einstellung, die andere Leute spielen. Dann mach mich fertig. Also, gucken wir uns ein bisschen um. Klein, die Stadt natürlich. Ist auch nicht, also nicht so besonders groß, zumindest ein Part, wo ich bisher gewesen bin. Was ist mit dir? Hey, Axt. Mach nicht wieder sowas Dummes, sodass deine Mutter sauer auf dich wird, ja? Gib ihr doch mal ein bisschen Luft. Und du bist? Wir haben auch keine Namen, das ist nur Frau. Hallo, Axt. Danke, dass du immer mit meinem Sohn spielst. Ach, das ist nicht die gleiche Mutter, die gesagt hat, also ich hoffe, oder ich schätze mal, das ist nicht der andere Junge da ihr Sohn ist. Weil der hat doch gesagt, meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mit dir spielen. Ja, told me to not play too much with you. Wenn das deine Mutter ist, sollen wir mal gucken von der Haarfarbe her? Läuft drauf. Also die Haarfarbe ist ähnlich. Ich glaube, der Vater hat ein bisschen dunklere als die Mutter hier, weil sie sagt, schön, dass du mit meinem Sohn spielst. Vielleicht kriege ich das euch durcheinander. Oh, warte mal, da. Was ist denn das hier? Ist das der Sohn? Genauso aus. Na, Axt, was machst du? Willst du heute was spielen? Ist genauso aus wie der andere Junge. Girl? Ups, nee, nicht. Ich will mit Girl sprechen. Bist du wirklich ins Schloss reingegangen? Das bin ich. Oho. Oha, was geht denn hier?
Ja, es scheint so, als ob Matok schneller hier war als wir. Oh, das sieht aber hübsch. Nice. Axe, du bist zu spät. Ja. Du wirst jetzt bei so einer Chance, die wir haben, hier trödeln. Das kann doch nicht sein. Das ist Matok. Er ist, weißt du was? Er braucht keine Erklärung. Nun denn, ihr seid gekommen, sagt Angard, ein echter Soldat aus dem Schloss. Ich werde mit ihm trainieren, sodass ich auch ein Soldat am Schloss werden kann. Wie werden wir ihn dazu kriegen, uns zu helfen? Ich sag's euch später. Lass uns einfach das Training starten. Ja, okay. Es war so vom Trailer her so rundenbasiert. Zumindest hat es so ausgeschaut, ne? Also war kein Echtzeitkampf. Wir machen mit den Basics erstmal hier los, sodass du nicht verletzt wirst. Bist du bereit? Sure. Also hier, instinktiv will ich mit dir, mit dem, Steuerkreuz hier die Menüs anwählen, aber es geht nicht. Lass uns anfangen. Ich muss alles mit dem Analogstick machen. Alles mit den Sticks. 25 Euro. Ich hoffe, dass es für das Geld einigermaßen was bietet. Also hübsch schaut's aus. Es scheint sehr klein zu sein im Moment. Aber es soll natürlich nicht viel heißen. Also von der Location. Hit und Light Hit. Okay. Ist das so kartenbasiert? Also, das Ding über deinem Kopf heißt Is It. Ein Is-It ist eine Idee. Ach, das war das Ding mit den Ideen. Das Spiel war das. Ja, genau. Ist eine Idee, die du im Kampf benutzen kannst, aber im Moment ist das nur eine Möglichkeit. Du kannst sie gar nicht benutzen. Um sie im Kampf zu benutzen, musst du dir sicher sein, dass diese Idee funktioniert. Also, erstmal bestätigen, was du willst und drücke den A-Knopf. Kann ich überhaupt was wählen? Nein, First Punch. Und jetzt hat deine Idee Substanz. Ein High-Concept-Spiel ist das. Jetzt heißt es ein Desert. Is it? Desert. Okay. Um ein Is it in ein Desert zu wechseln, brauchst du Power. Das sind die Honigwaben wahrscheinlich, ne? Es gibt ein Limit, wie viel Power du für jeden Zug hast. Also sollst du dich klug entscheiden, wo du welche Power benutzt. In diesem Spiel kämpft man miteinander, indem man Deserts gegeneinander antreten lässt. Ist das so ein bisschen Hearthstone vielleicht? Na, man sieht die Zahlen oben und unten. Verteidigungszahl, Angriffszahl oder so. Also ist Hearthstone... Okay, also haben sie Hearthstone oder ähnliche Kartenspiele mit RPG-Fundament hier draus gemacht? Probier es aus. Okay. Guck mal, ich... Oh, guck mal, seine Abwehr ist einen runter. Ja, jetzt hast du gesehen, wie die Deserts aufeinandertreffen. Und du hast, mein Desert Break gesehen. Jeder Desert hat einen Angriffs- und Verteidigungswert. Wenn die Deserts kollidieren, wird der Angriff die Verteidigung des Gegenüber verletzen. Ah, ich verstehe. Verstehe. Sobald die Abwehr 0 erreicht, bricht das Desert. Machen wir nächstes weiter. Okay, da muss man schon ein bisschen nachdenken. Guck mal, der hat 2, 3, da bin ich doch angeschissen jetzt, ne? Je weiter der Kampf dann geht, wird Axe sich neue Is-Its ausdenken und seine Power, die wird auch wieder aufgefüllt. Lass uns mal ein Desert benutzen, das diesmal nicht gebrochen wird. Mit dem Aim Punch. Ah, ich kann mit oben und unten wechseln. Also ich brauche... Ich mache mal zweier Abwehr, weil beim einer wird es gebrochen. Er hat ja einen Angriff und ich habe einen Abwehr. Und Aim Punch mache ich zum Desert. Und dann geht's los. Und er wurde gebreakt. Okay, ich verstehe. Sehr gut. Du hast es geschafft, dass dein Desert nicht gebrochen wird. Deserts, die die Runde überleben, kann man in der nächsten Runde wiederverwenden. Aber wahrscheinlich in der Runde darauf, weil jetzt ist es ausgegraut, ne? Und die Runde geht weiter, bis der Gegner alle Deserts erschöpft hat, die er hat. Und man muss ihm andere Deserts entgegenwerfen, um bis die Runde vom Gegner vorbei ist. Wir können sehen, der Gegner hat nur noch einen Desert über und du hast eine Idee übrig, also musst du sie benutzen. Okay, das ist sicher der Strong Punch. Mit der Abwehr sieht nicht geil aus. Ah, der hat mich damit, ne? Hat mich gebreakt, oder? Ja, ihm habe ich ein bisschen abgezogen, aber ich wurde gebreakt. Alles klar. Das ist eine neue Idee. Double Slash. Okay. In dieser Runde kann man alle Deserts vom Gegner brechen.
Was kann man hier machen? Okay, alle der Sitz brechen. Eins, ist es egal, ob Fast Punch oder Aim Punch, weil der hat nur eine Abwehr, also breche ich das damit. Aber den Strong Punch brauche ich für den Slash. Mach den Aim Punch mal wieder. Bringen wir beide einen Break. Aber ich kann seinen Slash hier mit breaken dann, weil ich habe zwei Angriff und der hat zwei Abwehr. Also kriegen wir einen Double Break. Also ich kriege das Break für ihn. Und ich wurde auch gebreakt, aber ich habe hier noch einen über. No. All Break, perfekt. Du hast alle deine, die Desits vom Gegner gebrochen. Und das nennt man einen All Break. Wenn du einen All Break bekommst, kriegst du noch eine Gelegenheit anzugreifen. Das nennt man den Chance Turn. Und wenn du eine Idee übrig hast, die angreifen kann. Es könnte ein bisschen verwirrend sein, deshalb will ich es einmal umformulieren. Das All Break wird zu einem Chance Turn, wenn man einen Desert hat, den man noch einsetzen kann. Und einen haben wir noch mit dem Fast Punch. Dieser ist speziell, weil man kann den Körper des Gegners direkt angreifen, anstatt den Desert. Und wenn man alle Herzen bricht, die der gegnerische Körper hat, dann gewinnt man. Okay, also mal ein bisschen anders gemischt. Wir haben den Fast Punch. Ein Herz hat er noch rüber. Das heißt, ich ziehe ihm ein Herz ab. Und er kann nicht wieder zurück angreifen. Und ich habe damit den Kampf gewonnen. Jawohl. Okay, das ist genug. Interessant. Muss ich sagen, interessant. Dezent anders. Es war schwieriger bei so einem Kampfsystem für ein Rollenspiel, durch etwas zu finden, das ist jetzt noch nichts, was noch nie gemacht wurde. Wie gesagt, ich denke gerade an Hearthstone und andere Sachen. Also was so ein Fundament von so Kartenstrategiespielen ist. Und es gibt ja auch Kartenstrategie sozusagen mit eingebauten RPG-Kampfsysteme. Ich denke da an die Baten Kaitos-Serie, wobei das hier wieder schon ein bisschen anders ist. Gar nicht mal so übel. Es scheint so, als ob du wirklich ein ideenreicher Bursche bist. Das ist ein Muss für einen Soldaten. Okay, was machen wir als nächstes? Lass mich mal ein bisschen ausruhen. Da war ein bisschen hart der Kampf. Hä? Das ist unfair, ich will auch was lernen. Gib mir mal ein bisschen Zeit, mich auszuruhen. Ich bin nicht so jung wie ihr Jungspunde hier. Ah, komm schon. Okay, Basics Battle habe ich gelernt. Was mit dir? Axt, du sahst gut aus. Fast wie ein richtiger Soldat. Was mit dir? Ey, lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich bin wahrscheinlich stärker als du. Habe ich gesagt, dass ich mich ausruhe? Du musst ein bisschen Geduld lernen. Jedenfalls, um sicher zu gehen, du erinnerst dich an unser Versprechen. Welches Versprechen? Komm schon, es war nur gestern, ja? Versuch dich dran zu erinnern. Habe doch eine Idee, mein Junge. Oh, gestern. Was habe ich gemacht? Das Versprechen. Was habe ich denn gestern versprecht? Ach, das. Ah, ich wurde wahrscheinlich erwischt. Irgendjemand hat mich erwischt. Guck mal, es ist in der Rückblende, weil die Farben desaturiert sind. Ah, und deshalb hat das nicht geklappt ins Schloss rein. Weil der Dummdödel mich da aufgehalten. Und schon wurden wir beide erwischt. Gecaptured. Was habe ich nun versprochen? Was macht ihr beide da? Angard kam aus dem Schloss, genau als ich reingehen wollte. Matok, komm mir nicht in die Quere. Guck mal, jetzt haben sie die Tore geschlossen. Und was? Es ist ja sowieso gegen die Regeln, in das Schloss zu gehen. Also ihr beiden wolltet in das Schloss, hm? Ich nicht, nur dieser Idiot. Ich habe dafür keine Zeit. Ich bin beschäftigt, also verzieht euch. Nehmt die Beine in die Hand. Burschen. Ja, Burschen. Großartig. Alles dank dir. Deswegen ist unser Plan, ins Schloss zu schleichen, gescheitert. Schau, was du gemacht hast, ja? Sogar ich habe Ärger gekriegt. Aber du hast auch versucht, reinzugehen. Du bist der, der in unsere Wege sich hier reingeworfen hat. Wegen dir haben wir es nicht geschafft. Und seine Hose brennt nicht mehr hier vom Nels. Ha, das war ja mal Ärger, den ich gekriegt habe. Hey Nels, was macht dein Arsch? How's your butt doing? Ja, Hans-Jörg Butt. Mir geht's gut. Ich bin nicht dumm genug, dass ich mich mit meinen eigenen selbstgemachten Feuerwerkskörpern den Hintern verbrenne. Ha, dieser Soldat, der sah richtig beeindruckend aus. Er ist wahrscheinlich von hohem Rang. Wirklich? Also ihr kennt ihn nicht. Ein Soldat wie er? Was macht er wohl
hier draußen im Dorf. Hey, ich habe mich gerade daran erinnert, ich muss was erledigen. Ich muss los. Bruder muss los. Ciao, Bella. Was ist denn mit Matok los? Ne? Alles, was er macht, ist, sich mir in den Weg zu stellen. Matok will immer dir zuvorkommen in allem. Ich glaube, er ist einfach nur diesem Soldaten hinterhergelaufen. Warum würde er? Ja, er will vor ihm ihn fragen, ob er ins Schloss rein darf. Ja, ich konnte es an seinem Gesicht ablesen. Ja, geht das überhaupt? Ich weiß es nicht, aber es hört sich wie was an, was Matok machen würde. Ne? Okay, okay, dann gehe ich auch. Dann gehe ich auch, okay, okay. Ah, und jetzt darf ich den Flashback aufspielen. Ich muss den Soldaten finden, aber gut, was habe ich versprochen? Ich werde es nochmal im Handheld-Modus spielen. Also, ich schaue auf dem Fernseher ziemlich gut aus. Ich bin jetzt gerade ein bisschen Niederes gewöhnt, weil das Spiel ja auch wesentlich aufwendiger gezeichnet ist mit The Witcher auf der Switch. Ist natürlich auf einem anderen Grad beeindruckend, aber das ist ja verglichen mit dem den großen Witcher-Versionen. Sehr weich, das Bild. Und das komplementiert, also der Stil, der passt gut auf die Switch drauf. Ich glaube, im Handheld-Modus soll das sogar einen Tacken noch hübscher aussehen. Schau dir an, wie dieses frisch polierte Schwert glänzt, ja. Es bringt mich dazu, fast mein ganzes Leben lang mit Polieren zu verbringen. Was ist du? Pasmina ist das. Oh, Axt, kann ich eine Minute haben? Das ist, oder Pashmina. Pashmina hört sich ein bisschen cooler an als Pasmina, ne? Ich nenne dich Pashmina, so. Sie ist mein Freund von Kindestagen an, meine Freundin. Nettes Mädchen, aber die nervt auch ein bisschen. So gehört sich das ja auch meist. Was geht? Ich will immer Matlock sagen, verdammt, Matok. Das sieht aus wie Matlock, da fehlt ein L. Wer ist Matlock? Ich habe Matlock gesehen, wie er in die Taverne gegangen ist. Kleine oder Minderjährige dürfen da ja nicht rein. Ja, ich bin ein Minderjähriger, wobei müsste man Minor nicht mit O schreiben? Der Minor und Minor. Ist wohl die Autokorrektur angegangen oder gleich kommt ein Wortspiel, was ich jetzt vorweggenommen habe. Wenn Matok da reingegangen ist, dann ist der Soldat vielleicht auch da. Hey, du willst doch nicht wieder irgendwas Dummes tun, oder? Absolut nicht. Ich erledige nur was hier für meine Mama. Ein Bullenhorn holen, um lauter zu schreien. Oder ist Bullhorn was anderes? Oder ist das so eine Tröte eher? Bin ich sicher. Aha, sagt Pashmina. Nun denn, ich muss wieder zur Farm zurück und arbeiten. Erinnere dich bloß, geh nicht in die Taverne. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe ja schon. Axt, bitte stell sicher, dass du nicht in die Taverne gehst. Okay, also ich gehe in die Taverne. Das Erste, was ich tue. Aber was, vielleicht das Zweite. Das ist die Oma vom Käseshop. Den Käse, den sie hier verkaufen, das ist ein Geheimnis für meine weiche Haut. Okay. Essen oder einreiben? Oder riechen? Komm, ich gehe in die Taverne. Ist nicht erlaubt. Ich bin trotzdem reingegangen. Guck mal, Cookie da. Da ist ja Matlock. So wie sagt er, Mr. Soldat. So ein Soldat, so cool wie ihr es seid, der kann mich bestimmt auch einfach ins Schloss bringen. Ich habe dir das jetzt schon 7 Mal gesagt. Die Antwort ist nein. Hey Matok. Geh hier raus, ja? Hier steht der Minor, steht mit einem O. Das war ein Schreibfehler. Schon entdeckt. Bugfixing, bitte. Minderjährige sind nicht erlaubt hier in der Taverne. Ha, Axt, hast du mich verfolgt? Ah, noch ein lärmendes Kind. Du willst wahrscheinlich auch, dass ich dich ins Schloss bringe, ne? Du willst mich auch anbetteln, ha? Ha? Du bringst mich wirklich rein? Sie bringen mich rein. Das ist ja eine gewisse Höflichkeit noch. Also denn, ich habe Angard in der Taverne gefunden. Nein, warum wollt ihr überhaupt ins Schloss gehen? Warum? Es ist nun wegen... warum wollen wir eigentlich ins Schloss, Axt? Ah ja, du wirst es nur machen, weil du mir was nachmachen willst. Na, aber ich habe meine Gründe. Verstehst du, ins Schloss zu kommen, das ist nicht unser Ziel. Ich will doch nur die Welt da draußen sehen. Ja, ja, genau. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Voll der Mitläufer hier, ne? Ha? Die Welt da draußen? Warum? Ich bin nur schon immer in diesem Dorf gewesen. Ich bin nur neugierig, denke ich mal. Ah, das kann ich nachvollziehen. Aber die Welt da draußen, die ist kein Spielplatz. Sie kann richtig grausam sein. Auch wenn, ich will sie mit meinen eigenen Augen sehen. Na, leider gibt es keinen Weg, wie ich dich herausbringen kann. Bitte. Absolut nicht. Aber wenn ihr es so ernst meint, vielleicht könnt ihr die Soldaten werden.
Ich kann raus, wenn ich ein Soldat werde? Nun ja, aber vielleicht solltest du da nicht so genau drüber nachdenken, dass du einer werden willst. Es bedeutet, dass man hart trainiert und ihr seid eh viel zu jung. Okay, dann trainier mich. Ich werde ein Soldat sein. Ich auch? Bitte mich auch. Jetzt hört mal auf, Leute. Ich bin gerade sehr, sehr beschäftigt. Ach ja, mit Saufen? Natürlich hast du die Zeit. Du trinkst in der Taverne. Ja, dir macht's wohl nichts aus, wenn ich den Leuten im Schloss sage, was du hier gerade anstellst, oder? Was? Du stinkender Kleiner. Warte mal kurz. Na? Okay, ich werde euch trainieren. Und ich werde dich trainieren. Wobei, er guckt in die Mitte. Er guckt zu uns beiden eigentlich, ne? Wirklich? Ja. Aber unter einer Bedingung, ihr müsst mir mit meiner Mission helfen. Alles Bier dieser Welt zu finden. Welche Mission? Monster bekämpfen. Monster? Du meinst die von den Fabeln? Ja, die großen, die einschüchternden, mit den Zähnen und den Haaren? Genau, diese Monster mit Zähnen und Haaren. Was? Monster, die sind real? Sie sind echt? Natürlich nicht. Wie ich schon gesagt habe, sie existieren nur in Fabeln. Und wie bekämpfen wir sie dann? Da seht ihr das Problem. Wir können das gar nicht. Deshalb bedeutet das, ich bin auf einer immerwährenden Mission oder so lassen sie sich mir überhaupt denken. Was meinst du denn damit? Ich glaube, wir sind jetzt beim Du angekommen, ne? Ich meine, ich bin ausgeschlossen worden aus dem Schloss, ja? Unter falschen Voraussetzungen. Ja? Es scheint so, als ob die Erwachsenen echt mit viel Kram sich abgeben müssen. Du wurdest aus dem Schloss exmatrikuliert, rausgeworfen. Großartig, das bedeutet, du hast viel mehr Zeit, um uns zu trainieren hier. Warte mal, ich habe auch gesagt, es ist nur unter einer Bedingung. Aber du hast doch gerade gesagt, dass Monster nicht existieren. Was ihr machen müsst, das ist simpel. Ich bin mir sicher, dass jemand vom Schloss heute vorbeikommen wird, um mich bei meiner Mission zu überprüfen. Und alles, was ihr machen müsst, ist den Leuten sagen, dass ich tapfer die Monster geschlachtet habe. Jedes einzelne. Ist doch easy, oder? Und was passiert danach? Nun, wenn da keine Monster mehr sind, dann ist es ein Job, der gut erledigt wurde, oder nicht? Da müssen wir wieder zurück ins Schloss lassen. Und wer würde uns danach trainieren? Macht euch keine Sorgen. Ich werde das Dorf ab und zu mal besuchen, um euch zu trainieren. Ich verspreche. Okay. Also, da wir ein bisschen Zeit haben, bis die Leute aus dem Schloss kommen, um dich zu prüfen, können wir ein bisschen trainieren in der Zwischenzeit? Ja, ich denke schon. Aber ich bin ein bisschen besoffen. Lass uns morgen machen. A bisschen besoffen bin ich. Und da sind wir hier. Also, du erinnerst dich an unser Versprechen? Ja, ich hab's. Wenn jemand vom Schloss kommt, dann muss ich nur sagen, dass du ganz tapfer ein Monster geschlachtet hast. Genau. Und jetzt, wo du dich erinnerst, lass uns mit dem Training weitermachen. Du hast bis jetzt nur angegriffen, aber kämpfen ist nicht so einfach. Da gibt's viel mehr, was man machen muss. Wirklich? Als allererstes Defense. Defense wins Championships. Ja? Du musst lernen, wie man sich vernünftig verteidigt. Ha, Defense, okay. Ich liebe mich zu verteidigen. Rede mit mir, wenn du fertig bist. Ich bin fertig, mein Freund. It's a promise. Also. Oh, und ich... Oh. Nicht wait a minute. Nicht vergessen. Nicht Steuerkreuz, sondern Analogstick benutzen. Okay, lass uns anfangen. Ich schätze mal genau das Gleiche. Nur, dass ich verteidigungsmäßig erstmal gucke. Battle Stars. Ui. Der hat ja schon ein paar Desits. Und ich habe Isits bisher. Also 2-2. Guck mal, eine verschiedene. Die haben jetzt verschiedene Farben. Unterschiedliche Farben für die Idee ist angekommen. Es gibt drei Farben: Rot, Gelb und Blau. Blaue Desits, gelbe Desits sind Schilder. Solange sie nicht gebrochen werden, können sie mehrfach benutzt werden. Aber sie kann keinen Schaden einsetzen, wenn es ein Chance-Turn ist. Also wenn ich die Abwehr komplett gebrochen habe vom Gegner. Wenn ein Gegner viele Ideen hat und es ausschaut, als ob sie die Oberhand haben, dann ist es sehr möglich, einen Allbreak zu benutzen, indem man auch die gelben Desits verwendet. Probier es mal aus. Okay, also, das ist 2, 3. Er hat 5, könnte er. 2, 2, ja, ich muss mal das Desert hier. Ja, das Isit wird zum Desert. Und eingesetzt. 2 jeweils. Und er wurde gebreakt. Ist er gewechselt auf den Light Jab. Ich mach den nochmal. Ah, okay. Lieber auf den anderen. Warte mal, 2, 1.
Ah, nee, aber wenn... Okay, dann ist... Aber der hier, dann werde ich ja auf jeden Fall Schaden nehmen. Oder? Einen für das, den Schild wegpacken und einer für Schaden nehmen, weil der hat jetzt zwei. Break. Obwohl? Ah, nee, die fallen überweg. Okay, sie fallen überweg anscheinend, ne? Weil ich hätte ja theoretisch, wenn er einen gemacht hätte, wenn da zu viel sind, wenn ich jetzt drei hätte und seine zwei Abwehr wegmache, dann wäre der dritte extra umsonst. Ich verstehe. So, es müsste recht gleichmäßig kommen. Ah, aber da er im Angriff war, habe ich den Allbreak hingekriegt. Da haben wir die Yellow Deserts gelernt. Ui. Kommen jetzt die Blauen oder was? Das sind die Blauen. Guck mal, eine blaue Idee. Blue Deserts können jederzeit benutzt werden und müssen nicht mit den gegnerischen Deserts kollidieren, um einen Effekt zu haben. Sie haben verschiedene Special Effects, also blau ist Status Krams. Gelb war Abwehr, rot war Angriff, ne? Pelz. Jemanden mit Steinen bewerfen, oder? Achso, change the proper guard desert into the desert before using Pelz against the enemy. Okay, also. Ich habe Desert gemacht. Zwei hätte ich noch über für Proper Guard, aber. Achso, ah, erstmal alles zu Deserts machen. Und jetzt Pelt. Oh, okay. Alle drei gebreakt. Ah, nice. Jeweils ein Schaden mit dem Blauen. Eine wichtige Technik. Puh, das muss ich wirklich noch ein paar Mal üben, glaube ich, nachher. Jetzt mit dem Blau, Gelb, Rot. Das sind so Sachen, die man sich erstmal reinhämmern muss, aber... So, Allbreak. Man kann einen Allbreak während dieser Runde machen, indem man alle Deserts vernünftig einsetzt. Okay, also er hat... Red Deserts ist nur zum Angriff. Yellow Deserts kann man... man kann es nur einmal pro Runde benutzen, Yellow Deserts aber mehrfach. Und ein roter Desert kann wirklich Schaden im Chance Turn machen. Change Hard Hit, is it into a Desert? Get a Chance Turn, you have to aim for the All Break. Also All Break und dann den Chance Turn, alle seine Karten brechen. Also ich wandle den Hard Hit um. Und den Pelt. Ich mach den Pelt einmal. Gehen zwei seiner Karten weg. Oder eine seiner Karten geht weg. Gelb kann ich mehrfach einsetzen, ne? Habe ich gebreakt und Gelb kann ich nochmal einsetzen, ne? Dafür und dann kann ich mit Hard Hit, weil eine geht weg, meins beides gebreakt, aber ich habe noch eine Karte über, sodass ich den All Break habe. Jetzt kann ich Hard Hit einsetzen und Hard Hit würde sogar zwei abziehen. Hadouken! Hado Shoryuken! Shoryu Deppa! Alright, that's enough, das ist genug. Joa, warum nicht? Battle Win. Battle Win, Battle Win. Let's win the battle. Wenn Pokémon mal so eine Grafik hätte, ne? Du bist ein schneller Lerner, mein Freund. Ja, ich fühle mich schon stärker. Ja, jetzt kennst du den Unterschied zwischen dem Wet-Sit und Do-Sit. Das ist komplett falsch, mein Junge. Mr. Angard, jetzt bin ich dran. Bitte zeig mir die Wege des Kriegers. Ja, ja, schon in Ordnung. Hey, warte, ich kann immer noch. Du warst schon an der Reihe. Ja, eigentlich war ich schon an der Reihe. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ich bin überhaupt noch gar nicht müde. Axt, sagte Mamalein. Oh oh, Mama. Das gibt Ärger. Was machst du denn eigentlich hier? Du kommst zu spät zur Arbeit. Ach ja, sie hat mich zur Kinderarbeit geschickt. Ganz vergessen. Oh, ist es schon soweit? Axt, mach dich auf den Weg. Mach erstmal deine Pflichten fertig. Der Weizen sieht cool aus da hinten, ne? Und bis du wieder zurück bist, werden meine Statistiken richtig hochgegangen sein, sagt hier der Matlock, der Matok.
Ich werde meine Arbeit im Nu beendet haben und du kannst da einfach nur abwarten, ne? I'll be back. Ich komm zurück. Travel has been unlocked. X beeilt sich. Travel Icon kannst du schnell bewegen. Ich gehe in die Kohleminen zum Arbeiten. Das ist meine Arbeit in der Kohlemine. Okay, Travel has been unlocked. Oh, warte mal. Ich würde einmal safe machen. Bisschen können wir noch, ne? Ja. Das ist ja nur ein erster Eindruck hier. Machen wir noch ein Save. Ach, Analogstick, nicht Steuerkreuz. Wieso macht man das Steuerkreuz denn weg für Menüs? So, da waren einige Punkte, ne? Was haben wir? Wir können zur Kohlemine, wir können nachher ins Schloss, in die Farm, in die Hauptstraße und in die Nachbarschaft. Wahrscheinlich der ganze Quick-Travel danach und nach freigeschaltet. Wie sieht meine Arbeit hier? Oh! Da bin ich schon in der Kohle. Ui! Was hier? Das sieht wirklich hübsch aus. Besteht denn das Interesse? Ich habe auch das neue Harvest Moon hier sozusagen, besser gesagt Story of Seasons mit Doraemon. Mit dem japanischen Zeichentrick-Roboter-Zukunftskatzenhelden. Ich muss gerade ein bisschen an Harvest Moon denken mit dem Look hier. So ein Harvest Moon in der Optik ist cool, ne? Aber vielleicht kann ich das ja auch euch mal präsentieren und zeigen. Ihr könnt ja in die Comments mal reinschreiben, ob euch das interessieren würde. Das neue Story of Seasons, was ja Harvest Moon ist, nur ohne den echten Namen. Du bist zu spät, Axt. Jeder ist schon hier. Sieht genau gleich aus übrigens, meine Freunde. Hey, Axt, lass uns heute einen guten Tag verbringen. Guck mal. Die schämen sich nicht mal, ne? Ist ja exakt das gleiche sind hier. Keep out. Ja, der ist noch ein bisschen anders. Hey, Axt, du siehst endlich mal ein bisschen erwachsener aus. Wenn Cole hier wäre, der wäre so stolz auf dich. Cole, das ist mein Papa. Er ist als vermisst gemeldet, seitdem ich ein Baby war. Ich habe leider keine Ahnung, warum er mein Heim verlassen hat. Er ist nur nie zurückgekommen. Anscheinend sind wir sehr ähnlich. Er sagte immer, dass er die Welt gerne sehen wollen würde, die ganze Zeit. Deswegen hält sich das Gerücht, dass er vielleicht das Dorf verlassen hat. Ed war auch... Ah, deshalb bringen sie Minor und Minor durcheinander. Minderjähriger und Minenarbeiter. Weil jetzt bin ich ein Minenarbeiter anscheinend in der Kohlemine. Der Dad war auch ein Minenarbeiter, ne? Natürlich war er das. Der Beste, den ich kannte. Er hat mir unzählige Male geholfen. Mein Dadaje. Ich wollte schon immer fragen, Axt, aber... Der Junge, der versucht hat, sich ins Schloss zu schleichen. Oh, gestern. Das warst du, ja? Natürlich war ich das. Ah, ich wusste es, du kleiner Strolch. Du bist der Sohn von Cole, das merkt man. Wesentlich größeres Gespräch als ich dachte. Hier, da sieht man die Weitsicht ein bisschen. Na, so eine leichte Windmühle, ein Häuschen. Da ist das Dorf, wo ich herkomme, da ist der Schlössler. Da ist bestimmt noch ein bisschen mehr im Argen. Was ist es jetzt hier? Ist es jetzt hier roguelike vielleicht oder so? In der Mine. Oh, und da sind wieder die Zwillinge. Ja, auch wieder zwei Zwillinge. Kollege, was sagst du denn hier, mein Freund? Was muss ich denn machen? Ax, warte eine Minute. Bevor ich dich arbeiten lasse, muss ich fragen, was sind die drei Regeln der Minenarbeit? Die drei Regeln? Was waren sie nochmal? Oh, was geht? Ich lese mal sein Gedächtnis. Ah, ich kann mich selbst nicht erinnern. Ich versuche es in deinem Gedächtnis zu lesen. Ach ja, ich kann ja gar kein Gedächtnis lesen. Ah, es tut mir leid, ich hab's vergessen. Was? Ich habe dir doch gesagt, du musst dich dran erinnern, du musst sie dir merken. Jeder muss sie sich merken. Das erzähle ich jedem. Komm, die Regeln sind wichtig, ne? Ich kann dich nicht in die Mine lassen, bevor du mir alle drei Minenregeln sagen kannst. Gut, dann muss ich wohl nachfragen. Oh, jetzt muss ich doch mit denen reden. Okay, was ist meine Minenregel? Was geht? Die drei Regeln? Natürlich kenne ich die. Die erste Regel ist, sag Hallo. Man kann kein vernünftiger Minenarbeiter sein, wenn man nicht mal Leute begrüßen kann. Also, Hallo sagen, ich muss höflich bleiben. Was hast du zu sagen? Also, ob ich die drei Regeln kenne? Ja, als ich jünger war, kann ich sie aber jetzt nicht mehr. War es noch was wie entspann dich? Ja? Oder? Es könnte vielleicht anstrengend sein, wenn du dich die ganze Zeit anstrengst. Wenn du über deine Limits hinauswachsen willst. Also, muss ein bisschen lernen zu relaxen. Ich glaube nicht. Learn the keyword, take it easy. Fragen wir mal die Johnnies da draußen. Machst du schon eine Pause? Take rest. Du musst also ab und zu auch mal Pause machen. Ja. Ich will lieber trainieren, Soldat zu sein, als Pause zu machen. Learn the keyword, take rest. Das sind schon drei Regeln. Soll ich noch mehr fragen? Ja, bist du bereit, richtig loszugehen? Dann work hard. Okay, das klingt schon mal eher.
Work hard, ne? Dass ich das überhaupt vergessen habe. Okay. Work hard. Ich glaube, wir haben die drei. Die drei Regeln. Dangerous work. Deshalb check your tools. Okay. Check your tools. Safety procedure. Also prüf deine Werkzeuge. Ich habe mit jedem geredet. Also soll ich gut sein. Ich glaube, da kann ich schon mir rausklabüstern, was die drei Regeln sind. Wir sagen Hallo sagen, check your tools und work hard, oder? Natürlich kenne ich sie. Also. Take it easy, take rest, hold on. Nein. Say hello. Genau, man muss Hallo sagen. Man muss natürlich sein Equipment prüfen. Genau. Und hart arbeiten. Work hard. Works hard for the money. Dim, 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 so hard for the money. He works hard for the money, so you better treat him right. Treat him right, ne? War das nochmal? War das nicht vom Flashdance? Okay, dann lass uns mal machen, was auch immer ich hier anstellen muss. So, was ist denn hier? Okay. Oh, ja, ich habe nichts gemacht, schon passiert. Jawohl, Sir. Ich habe geackert. Das hat ja ewig gedauert. Ich glaube, das Training muss bis morgen warten. Aber ich habe keinen Money gekriegt. Oh, aber... Huh? Glänzt da denn etwas? Darf ich das behalten? Aber ja, ich darf. Das ist meins. Was zum Teufel ist das? Irgendeine Art roter Stein. He worked hard for the steiny. Es ist der nächste Tag angebrochen. Oh Mann, seit gestern, da habe ich richtig viel Tinte auf dem Füller. Ne? Seitdem ich diesen Stein gefunden habe. Ich glaube, ich werde sehr bald ein Soldat werden können. Da sind noch mehr Steine hier. Ist alles voller Steine. Du siehst glücklich aus, Axt. Ja, das bin ich. Ich wollte dich schon mal fragen. Der Typ, den wir gestern gesehen haben, ist ein Soldat aus dem Schloss, oder? Jawohl. Er ist wahrscheinlich hier in einer wichtigen Mission. Mach ihm bitte keinen Ärger. Jedenfalls, Bruder muss los, Mama. Hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Dein Selbstvertrauen ist das, was mich hier ängstigt im Moment. Ich habe dich doch am anderen Tag gerügt. Ja? Mach bitte keinen Ärger für die Leute im Schloss. Okay, okay. Ich werde sehr viel Ärger machen für die Leute im Schloss. I worked hard for the money. So, Axt das Haus. Da hinten war der, ne? Eine Lauftaste oder sowas habe ich hier nicht. Sind sie mal wieder her? Da sind sie alle. Hat doch ein bisschen was von frühen PS2-RPGs, wobei die Technik natürlich hier viel besser ausschaut. Ich denke gerade an sowas wie Okage oder so, falls ihr das mal mit dem PS4 Remaster gespielt habt. Ah, du bist schon wieder zu spät. Ich bin viel, viel stärker geworden als du. Aha, alles dank Mr. Angards Training. Ah, willst du das mal ausprobieren? Okay. Das ist jetzt genug. Training ist etwas, was du täglich machen musst, so dass du deine Skills irgendwann mal schön ausgebildet hast. Ihr zwei fangt gerade an. Man wird einfach nicht so stark über Nacht. Ja, Axt, hörst du mir zu? Ich weiß nicht, ich fühle mich echt richtig gut heute. Ich glaube, ich könnte sogar dich schlagen, Angard. Ah, ist dem so? Ist gut, dass du Selbstvertrauen hast, aber arrogant zu sein, das ist gefährlich. Ach ja? Warum versuchst du nicht, mich zu bekämpfen, ohne dich zurückzuhalten? Nein, nein, ich konnte nur nicht mit voller Stärke ein einfaches Kind wie dich angehen. Aber vielleicht sollte jemand dir eine Lektion erteilen. Okay, Axt, du hast danach gefragt. Okay, zeig mir, show me what you got. Ah, bitte hab Erbarmen, Zwinker, Zwinker. Schon geschlagen! WTF, lol! Ich war jetzt eingerichtet, da großen Kampf zu machen. Was? Gleich geschlagen, ey, den Opa. What the hell? Oh, mein Rücken. Mr. Angard, geht's dir gut? Es tut mir leid. Was ist denn passiert, Axt? Wie zum Teufel hast du so eine crazy Attacke aus dem 0, nichts gelernt? Mr. Angard, wegen meinem Training. Ich würde gerne mit deinem Training weitermachen, aber au, au, au. Ich glaube, es könnte schwierig sein, wenn mein Rücken so weh tut. Hey, Axt, was soll denn das? Nur weil du Glück hattest und ihn umgenietet hast, kann mich Mr. Angard jetzt nicht mehr trainieren. Tut mir leid. Ja, dann ist es das, ne? Jetzt müssen wir das tun, was wir tun müssen. Bekämpfe mich, Axt. Hä? Warum?
Wenn unser Lehrer nicht kann, dann wird dich zu schlagen mein Training sein. Richtig, Mr. Angert? Ich sollte eigentlich genauso stark wie Axe sein, ne? Das wird total easy. Vielleicht nimmst du dir auch zu viel vor. Ist jetzt ein bisschen zu viel abgebissen. Jedenfalls, es ist auch viel zu eng, um hier zu kämpfen. Okay, Axe, dann gehen wir anderswo. Komm rüber, wenn du bereit bist und trau dich. Na, Axe, bitte nimm ihn nicht zu hart ran. Ja, wie kannst du denn nur so stark geworden sein? Wo ist er denn? Hier oben kann ich auch nicht rauf. Da ist er. Bist du bereit? Jawohl, ja, das bin ich. Bereiter wird's nicht. Als jetzt. Hätte ich vielleicht nochmal speichern sollen? Ich hoffe, ich kann mich erinnern an den Schüssel, den ich machen muss. Battle start. Faito stato des. Turno number one. Hito blow. Also, wir beide haben jetzt 3. Okay, also. Im Kampf startet Axt mit 5 verschiedenen Ideen. Um zu vermeiden, dass man Schaden nimmt von Mattocks Angriff, müsste man Tide Guard benutzen, um sich zu verteidigen. Und dann kriegst du bei der nächsten Runde wieder 5 Ideen, um wieder 5 zu haben. Also eine neue dazu. Also Tide Guard, um diese Runde erstmal ein Desert draus machen. Wie viel habe ich denn? Wie viel? Also das, okay, ich hatte gar kein Orange-Kristalle mehr, also war das das Einzige. Ich benutze Tide Guard. 2, 3, 8, 2, 5. 2 Angriffe hat zu einem gepackt, okay, I understand. Und er hat den Blow, ich kann. Ja, er wird mich breaken, aber auch ich werde ihn breaken. Und ein All Break. Oh, was ist denn jetzt passiert da unten? Hast du den, das Ding in der Mitte da gesehen, ne? Was da hochgekocht ist, ist der Energielevel vom roten Stein, den Axt hat. Ah, also so Special Attack wahrscheinlich. Jede Runde steigt die Energie ein wenig und sobald es einmal voll ist, kriegt er eine extra Power, um sie in den nächsten Runden zu benutzen. Je mehr Runden man kämpft, umso mehr Action oder umso mehr quasi Schritte kann er wählen beim Angriff. Oh, am Ende von jedem Turn wechselt die Location, okay. Man muss sich 1 bis 4 Spaces, wie bei einem Brettspiel oder was, und das ist durch ein Roulette entschieden, 3 pressing the A-Button. Okay. Wie bei einem, was ist das hier? Hearthstone mit Brettspiel gemixt? Okay, hier kämpft ihr als nächstes. Habe ich ihn nicht gebreakt? Habe ich nicht gefullbreakt? Okay, also gerade haben wir uns Dash Guard ausgedacht. Dash Guard hat den Spezialeffekt, dass wenn man ein generisches Desert erfolgreich bricht. By using Dash Guard. Okay, 2-1, 2-1. Passt ja gut von den Werten her. Beides gebreakt, ja. Gained Free Mobility. Alright. Was haben wir? Free Mobility. War der Special Effekt vom Dash Guard. Für Mobility kann man selbst seine nächste Location wählen, ohne das Roulette zu beanspruchen. Es wird später sehr wichtig. Also auch die Location, wo man ist, wird wichtig. Der Gegner hat nur noch einen Desert. Es scheint so, als ob du... Ah, ich hatte keine Steine mehr über, deshalb konnte ich keinen All-Break machen, ne? Go for it. Stimmt, ich hatte ja keine Steine mit. Alles, was drüber ist, geht kaputt, ne? Ist ja eigentlich egal, ist ja alles. Alle gebreakt. Oh, wobei, ich habe jetzt doch keine mehr über, oder? Ein BP habe ich gekriegt. Was auch immer das heißt. Sehen die Schriften da nicht unten anders aus wie Paper Mario 2 oder so? Ich habe einen Breakpoint bekommen.
Ah, ein BP kriegt man, wenn man einen Allbreak macht, aber keinen roten Desert mehr hat, um einen Chance Turn zu machen, weil ich hatte ja keine von den orangen Kristallen mehr über. BP sind, sind nützlich, wenn man mal in der Klemme steckt. Wir behalten sie erstmal. So, jetzt kann man selber wechseln. You get to choose. Move forward one or go back two. Guck mal, Nels ist in der Nähe. Versuch mal dahin zu gehen, wo er ist. Ah, okay. Und je nachdem, wo man sich bewegt, kann man positive als auch negative Effekte haben. Ich verstehe, es ist doch schon einigermaßen komplex. Muss man wirklich sagen. Mit Minus kann ich mir Keywords angucken. Ah, mir ist gerade was eingefallen. Lass mich wissen, wenn du es mal ausprobieren willst. Okay, Nels würde ich supporten hier. Wenn man da kämpft, wo ein Freund ist, dann kriegt man deren Support. Kann den L-Button drücken, um zu sehen, welchen Support man kriegen würde. Nels Solution allows a random Izzet to be changed to a desert at zero cost. Okay, machen wir mal. Also kriege ich ein extra Desert mit etwas Glück, was Geiles. Tough Guard. Ah, Tough Guard kostet 0. Machen wir mal einen Desert raus. 3 habe ich noch, ne? Ich würde aber Psyche Guard machen einmal. Weil Struggle, was bedeutet das? Half chance of dealing one enemy, receive attack. Aha, Struggle will auch mich schädigen. Improvise, gain one improvised idea. Ich würde den Psyche Guard dann machen. Weil das kann ich ja mehrfach benutzen gleich. Alles gebreakt. Kann ich normal benutzen. All break geschafft. So, Chance Turn. Ah, ich habe nicht genug Power, scheiße. Hier könnte ich weglaufen. Ziehen wir ihm 2 ab. Und 2 Herzen, oder? Nee, nur ein Herz. Dann habe ich 4 Power. Da ist noch ein Feld da hinten. Turn 4. Hätte ich vielleicht besser machen können. Oh, one more thing, ja. Ideen verschwinden, wenn sie gebrochen werden und benutzt werden. Also man am besten Gegner so schnell besiegen, wie es geht, bevor du gar keine Ideen mehr hast. Aber immer wenn wenn Axe dann an seinem Herzen beschädigt wird, dann werden alte Ideen wiederbelebt. Okay. Solange du Herzen hast, sollte alles in Ordnung sein. Um zu sehen, wie viele Ideen man über hat, kann man immer seinen Kopfbereich dann prüfen. Ah, da oben sehe ich mit X, ne? Have a look. Okay, das sind also die Karten, das ist mein Deck. Und ich kann das Deck rein und raus machen, ne? Ah, und Revive. Ah, und ich kann tauschen mit BP. Okay, also ein 2-2. Gain one idea. Plus one to all deserts, aber ich habe nur den einen Desert. Brechen wir beides, ne? Double Break. Okay, also. Alles gebreakt. All Break.
Auch wenn das ein bisschen Perlen vor die Säue ist. Aber ich kann ihm ja nur ein Herz wegmachen. Ah, und er geht automatisch die 4 weiter. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht ein weniger machen kann, aber ich muss die 4 gehen. Blow und Slash. Ah, wir machen es richtig so um die BP. Also wenn man BP benutzt, kann man swappen im Headspace, ja. Können auch Ideen wiederbeleben. Oh, wie du gesagt hast, wenn du dir denkst, oh, ich könnte Pelt jetzt echt gut benutzen, aber, oh, ich habe keine Ideen und ich kann gar keinen Schaden mehr nehmen. Deshalb sollte man BP benutzen, Swapping and Reviving. Okay, also, machen wir Environment, kann ich mir angucken. Pelt ist nicht so... Warte mal, ich würde gerne... Ja... Firecracker ist nicht schlecht. Die Pelt habe ich, ja. Okay, warte mal, ich tausche mal Tough Out gegen Firecracker. Gegen Firecracker. 3 Damage. Wenn er jetzt Blow nimmt. Ah, hat natürlich nicht Blow. Ja komm, lass das machen. Ich glaube, dann habe ich ihn. Weil ich habe hier noch einen Desert über. Das heißt, auch wenn ich jetzt keine Kristalle mehr habe, habe ich ein rotes Desert. Gain Free Mobility ist auch cool, aber ich habe einen Allbreak und ich habe den Kampf gewonnen. Weil ich kann Destroy wählen. Und das war's. Taktischer als man denkt. Ist das so? Ist das so bei Pokémon auch? Mit der Taktik? Weil wenn sie eins können, Game Freak, dann sind sie ja wohl Kampfsysteme, ne? Battle win. That was the win. Das war der Gewinn. Ich hab gebettelt, ich hab gewinnt. Ah. Das war ein ausgeglichener Kampf. Nicht schlecht, Axt. Was, wirklich? Ihr beiden habt euch echt gut angestellt. Ah, mein Rücken. Den kann keiner entzücken. Mr. Angard, geht's dir gut? Hey, Axt. Was passiert, wenn ein Monster kommt, wenn Mr. Angard verletzt ist? Ja? Er kann überhaupt nicht mehr kämpfen. Ich würde nicht mal ein Monster bekämpfen wollen, wenn ich gesund bin. Aber es war sehr beeindruckend, Axt. Ich glaube, du hast eine bestimmte Art von Kraft, die dir innewohnt. Axt. Oh, meine Mom ruft mich. Sir, ich hoffe nicht, dass es die Schuld meines Jungen ist, dass sie verletzt sind. Oh, das ist echt beschämend, das zu sagen, aber Axe war so stark, dass sein Schlag mich hat rüberfallen lassen. Ich glaube, ich kann mit so einer Verletzung nicht arbeiten. Ich wollte Axe fragen, ob er meinen Job für mich erledigt. Autsch. Oh, es tut mir leid für den Ärger, den er angestellt hat. Warte mal, hast du nicht gerade... Ihr Sohn, der ist richtig gut. Ja, Axe, es ist fast Zeit zum Essen. Du hast sicher Hunger. Ich habe dein Lieblingsessen gegessen, also komm bald nach Hause. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, deine Mutter ist am einschüchterndsten, wenn sie auf einmal so süß wird. So unnatürlich süß. Ja, wenn das die Ruhe vor dem Sturm ist, dann muss ich wohl nach Hause gehen und schauen, dass ich nicht weggeblasen werde. Ich sehe euch alle morgen. Wir sehen uns. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir haben aber auch einen guten Ausstiegspunkt hier erreicht. Denn wir haben uns mal angeguckt, was so das Spiel im großen das macht mich fertig, dass der Mundwinkel dahin geht. Es sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Also die Grafik gefällt mir. Das Kampfsystem scheint auch nicht ohne zu sein. Viele verschiedene Ideen. Ach, nicht springen, ich wollte saven. Viele verschiedene Ideen hier mit dabei. Ob es tatsächlich die 25 Euro wert ist. Die Musik hört sich auch ganz schnieke an, wobei ich eventuell ein bisschen was anderes erwartet habe, wenn ich jetzt höre, Toby Fox. Hat er es die gemacht, oder? Ich müsste es nochmal checken. Aber ich glaube, ich hatte gelesen, dass Toby Fox die Musik dazu macht.
der Undertale-Macher, und hört sich sehr traditionell an, verglichen mit der Undertale-Musik. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es irgendein außerplanmäßiger Komponist ist, weil es passt schon ganz gut dazu. Ja, ich werde gegebenenfalls, ich habe es im letzten Monat leider nicht mehr zeitig geschafft, einen Switch-Roundup zu machen, aber gegebenenfalls hole ich das nochmal nach für den Oktober, dass ihr da auch mal die Releases des Septembers mal mit dazu bekommt. Und bis dahin, sollte man ein bisschen mehr gespielt haben. Wenn ihr mehr gespielt habt von Little Town Hero, dann schreibt es in die Comments gerne mit rein. Habt ihr schon mehr Erfahrungen gemacht? Ich werde weiter zocken und dann, wie gesagt, wenn ich mal so ein Recap-Video mache, da ein bisschen mehr was dazu sagen. Und ob sie 25 Euro wert ist letzten Endes, es lässt sich gut an. Es ist mal ein bisschen was anderes von Game Freak. Nicht immer nur Pokémon oder Rhythmusspiel oder was auch immer sie dann gerne machen. Und was war es auch? Tempo der Elefant? Ich glaube, den haben sie auch mal gemacht, ne? Vor langer Zeit. Aber jedenfalls das gerade im eShop. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Haltet Ausschau. In den nächsten Wochen gibt es noch viel coolen Stuff hier. Unter anderem ein Review zu Death Stranding. Wenn ich damit mal durch sein sollte, wird es dann kommen, wenn das Embargo abläuft, Anfang November. Plus noch viel, viel mehr Krams. Der angedeutete Top 101 der Action-Adventures. Die Rollenspiele haben wir schon durch. Und so weiter und so fort. Und noch schöner Grusel-Content. Schaut das gerne alles hier auf rpgheaven.de, ansonsten Podcasts auf plauschangriff.de gesammelt oder in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn es dir noch nicht macht, dann es würde mich freuen. Kleine monatliche Unterstützung unter patreon.com/rpgheaven, steadyhq.com/rpgheaven oder unter paypal.me/katios direkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.